Hi, ich bin der Günther, ich komme aus deiner Bude. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Im Moment sind wir dabei, die erste offizielle Erkundungsmission für die Gilde zu machen. Hier bei einem Wasserfall. Und hinter diesem Wasserfall haben wir durch die Fähigkeit der Vision, nenne ich es mal, die bereits vorher bei Schmünter schon aufgefallen ist. Eine geheime Höhle haben wir gefunden. Und ja, genau da sind wir jetzt drin. Und hier gibt es also doch noch Pokémon. Ich hab mich schon gewundert. So, mach es kaputt. Und seit der letzten Folge oder vorletzten, ich habe keine Ahnung, wenn ich zwei Folgen direkt hintereinander aufnehme. Das ist wirklich so eine Sache. Wenn ich zwei Folgen direkt hintereinander aufnehme, fragt mich nicht, was in welcher war. Ich hatte sogar schon die Situation, dass ich ein falsches Thumbnail für eine Folge erstellt habe. Weil ich dachte, etwas würde in der Folge passieren, das aber erst in der nächsten war. Au, 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 Eisenkalzium-Protein benutzen, beep, beep, beep. So, was ist das? Erhöht Spezialangriff und normalen Angriff. Das ist Verteidigung. Ich würde sagen, ich wechsle mal. Schmünter behält seins, aber du bekommst das. Und jetzt, Leute, es ist soweit. Ich habe das jetzt schon wieder über zwei Folgen vergessen. Defense? Warte, du hast nur eine Bodenschwäche. Du hast Gestein. Du bist kein Feuer-Pokémon. Du hast Käfer, Feuer und Eis. Eher speziell, du benötigst eher Verteidigung. Weil Boden relativ häufig physisch ist, wenn ich gerade nicht blöd bin. Wenn doch, scheiß drauf. Spezialangriff gebe ich auch mal Schmünter. Können beide gut nutzen. Physischen Angriff. Das kriegst jetzt mal du. Auch wenn du halt deutlich weniger kämpfst, weil du hier nur hinten dran stehst. Naja, ich denke, ich bin inzwischen zumindest wieder halbwegs in der Steuerung drin. Wäre zumindest schön, dann würde ich nicht mehr komplett verkacken. So, jetzt zeig mal, was du kannst, Fragezeichen Man. Nämlich das da, 120 Damage. Diesmal gehe ich doch nicht darunter, weil es da eigentlich gar keinen Weg gibt. Ui. Kein Bock auf das Slimer da. Oh, grün. Floragummi. Das hast du dir verdient, Fragezeichen Man. Das erhöht den IQ bei Pflanzen-Pokémon nochmal eindeutig. Dadurch kommt der Effizienzexperte. Die erste IQ-Fähigkeit in diesem Let's Play, oder? Das sind so Sachen, die hat man schon. Itemmeister. Ich lese mir das mal durch. Kann Item verwenden. Jam! Das ist der Hard-Mode, das auszuschalten. Das Ding greift nicht random ins Nichts an. So etwas. Deswegen sind Gummis, habe ich das Gefühl, allgemein für einen Partner besser. Sowas braucht man als normaler Spieler nicht. Da muss man seinem Pokémon kein Gummi geben, um schlau genug zu sein, Attacken zu benutzen, die AP kosten und nicht nur den Standardschlag. Zuerst der die niedrigsten KP. Da sollte ich mal drauf achten, wenn ich keine Ahnung, wie viele Leben die Gegner haben. Heute läuft's bei mir. Sorry, erster Schultag nach den Ferien, da muss man. Ich hatte auch lang, deswegen. So, nächste Frage. Kann geworfenes Item fangen und tragen.
Wo in dem Spiel gibt es Tränke? Nirgends. Den Knopf. Also heute muss ich noch nicht gut drauf sein. Oh, S ist für das eine praktische Taste. Damit kommt man immer zum Angriffsmenü. Ja, weiter geht's. Ich will auf jeden Fall das heute beenden, die Wasserfallhöhle. Auch wenn ich keine genaue Ahnung habe, wie lang die ist. Hier, komm, nimm mal mit. Melorie-Orb. War das der, der Regen auslöst, zufällig? Nee, lässt Flüssigkeit vertrocknen. Damit könnte ich jetzt zum Beispiel das gesamte Wasser hier wegmachen. Sowas wäre, wenn dann in späteren Dungeons cool, wo es dann hinter sowas wie Wasser oder Lava, das da auch einfach mal, weil da können dann auch einfach mal Inseln drin sein mit Items. Übrigens hoffe ich, dass ich bald mal eine gescheite Elektroattacke erlerne. Das wird echt mal Zeit. Shinux ist auch ein sehr starkes Pokémon, weil eben die Elektroattacken sehr gut sind. By the way, eine Sache, die ich inzwischen rausgefunden habe, zu meinem ersten Team Himmel Let's Play. Was ich nicht wusste, als ich mich dort entschieden habe für mein Team. Was ich dann nicht wusste, ist, dass Vulpix tatsächlich eines der stärksten Pokémon ist, die man bekommen kann. Er gesagt, bekommen kann, passt nicht. Ich hab's selber ausgewählt als Partner. Für die, die es nicht gesehen haben. Lord Ecke das Vulpix und Günther das Kanimani. Oh, das kann ich nicht so gut bekommen. Die Attacke, Alter. Ja, und da habe ich jetzt tatsächlich rausgefunden, dass Vulpix... Allgemein war das wohl eine Kombi, mit der das Spiel ziemlich einfach ist im Vergleich zu manchen anderen. Da bin ich mal gespannt, ob es dieses Mal vielleicht dann ein bisschen schwieriger wird. Was ich eigentlich nicht brauche, ehrlich gesagt. Ich fand den Schwierigkeitsgrad eigentlich ziemlich gut. Dadurch können Angriff und Spezialangriff nicht sinken. Gibt Schlechteres, aber auf jeden Fall nichts, das ich so gern nutze. Fragezeichen-Man scheint gefährlich zu sein. Ja, guckt euch das Ding nur an, Alter, dieses Chillast. Höchst tödlich, Schmünterrecht, Level 11. Und lernt keine Attacke. Schade. Bisschen Werte erhöhen, schadet nie. Ein Taubsamen schadet auch nie. Das Ding lasse ich. Falscher Knopf. Zack. Boden weiter. Und das war's offensichtlich. Ja, ging schnell. Wow, sieh dir das an, Schmünter. Sieh dir all die funkelnden Edelsteine an. Boah, sieh dir den mal an. Riesiger Klunker. Wie viel ist der wert? Wenn wir den auf eBay verkaufen, können wir uns ganz viel Gucci holen. Ich meine, so einen gigantischen Edelstein habe ich noch nie gesehen. Was für ein unglaublicher Schatz. Alle werden staunen, wenn wir mit dem zurückkommen. Obwohl, wir dürften eh nur ein Zehntel davon behalten. Hashtag die Gilde ist toll. Mal im Ernst, das Ding ist wahrscheinlich ein Poké-Dollar umgerechnet. Eine Million oder so wert. Ist jetzt nicht so, als ob 100.000 wenig wären. Aber die Gilde würde sich dann einfach 900.000 Poké-Dollar gönnen. Für nichts. Fragezeichen-Man versucht, den Edelstein zu nehmen. Aber ne, ich habe ja auch schon Würde gesagt. Wäre auch ein bisschen einfach, oder nicht? Er rührt sich kein Stück. Steckt wirklich fest. Kannst du es mal versuchen, Schmünter? Ja, Digga, Muskeln, hier seht ihr. Okay. Dieses Bild, Alter, was ist das? Das bin ich nach Matheunterricht. Nee, Spaß, Mathe finde ich nicht so schlimm. Aber nach Spanisch. Der ist bombenfest, er rührt sie nicht. Okay, jetzt kann ich ihn wieder mehr ernst nehmen.
Nee, bringt nix. Du kannst ihn also auch nicht bewegen, Schmünter. Aber wir können nicht einfach aufgeben. Wenn wir uns genug anstrengen, muss es doch irgendwas bringen. Ich versuch's nochmal. Er versucht es nochmal. Er lässt sich keinen Millimeter bewegen. Und ich bin glücklich. Aber... Oh nee. Es passiert schon wieder. Es ist... die nächste Vision. Wieder das sicherlich uns völlig unbekannte Pokémon, durch das wir bereits wissen, dass man hier hin kann. Und eine fette Flutwelle. Aber das war... Bringt nix, ich kann nicht rausziehen. Durch einen natürlich total großen Zufall, der absolut nicht geskriptet ist oder so etwas, drückt Fragezeichen-Man ganz zufällig auf jeden Fall gegen den riesigen Edelstein, weil das natürlich im Normalfall viel bringt und das keine dumme Ausrede dafür ist, dass das hier geskriptet ist. Das ist... was passiert jetzt? Kriege ich jetzt Megas-Gutschein? Ah, das ist kein Megas-Gutschein! Nein, Fragezeichen, Man. Das ist kein Megas-Gutschein. Das ist Wasser. Was? Wo sind wir? Hallo, seid ihr zwei in Ordnung? Ihr seid aus heiterem Himmel runtergeplumpst. Ihr habt uns ganz schön erschreckt. Bitte was? Wo sind wir? Das ist die heiße Quelle. Die heiße Quelle? In der Tat, dies ist die heiße Quelle. Die heiße Quelle wirkt Wunder für unsere müden Muskeln und steifen Gelenke. Viele Pokémon kommen her. Sag, mein junges Pokémon, hast du eine Karte dabei? Eine Karte? Wenn du unsere Wunderkarte meinst? Ja, die haben wir dabei. Falte sie für mich auf! Alter, diese Stimme geht mir jetzt schon auf den Hals. Da! Hier sind wir! Hier liegt die heiße Quelle. Der zeigt jetzt eine Stelle sogar relativ weit weg vom Wasserfall. Oh, verstehe. Der Wasserfall ist dort drüben, also. Hey, sieh mal, Schmünzer. Das Wasser hat uns den ganzen Weg bis hierher getragen. Meine Güte, ihr wurdet vom Wasser hierher getragen? Was für eine lange Reise. Hat eigentlich ungefähr 5 Sekunden gedauert, aber YOLO. Lasst die heiße Quelle eure Müdigkeit wegwaschen, bevor ihr euch auf den Heimweg macht. Gute Idee, machen wir. Danke euch allen. Ja. Speichern kann ich auch mal, schadet ja nix. Aber ich muss sagen, wenn ich das mit meinem ersten Let's Play vergleiche, auch nochmal so kurz, bevor es weitergeht. Zum Beispiel diese Stimme von Kurtl. Für die, die sich erinnern, in meinem Original-Let's Play hatte ich schon immer ein Glas Wasser dastehen, vor allem für ein paar Rollen, die später noch kommen, weil, und Krakelo zum Beispiel auch, weil das so auf meinen Hals gegangen ist. Damals war das das erste wirklich storybasierte Spiel, das ich hatte. Das erste, in dem ich wirklich so Voice-Acting machen musste. In der Zwischenzeit habe ich zum Beispiel die Walross-Edition hochgeladen, Undertale gespielt, auch die zweite Walross-Edition. Und ich merke auch, dass ich zum Beispiel durch YouTube viel trainierter bin, was meine Stimme angeht. Ich sage euch vorher, am Anfang ist es mir schwer gefallen, überhaupt die halbe Stunde durchzulabern. Das könnte ich jetzt auch locker 3-4 Stunden durchziehen. Mal sehen, ob ich das alles richtig verstanden habe. Hinter dem Wasserfall gibt es eine Höhle. Im tiefsten Teil der Höhle ist ein riesiger Edelstein. Als du gegen ihn gedrückt hast, natürlich ganz aus Zufall, weil das nicht geskriptet ist, wurde eine Art Falle ausgelöst, mit der niemand hätte rechnen können. Und ohne es zu ahnen, wurdet ihr bis zur weit entfernten heißen Quelle gespült.
sicher, dass ihr euch nicht den Tag freigenommen habt? Sind das die Fakten? Ich kann das so wenig glauben, dass ich sogar legge. Ja, dass wir den Edelstein nicht mitnehmen konnten, ist wirklich schade. Nein, 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 aber zehnmal nein. Ihr habt doch eine große Entdeckung gemacht. Echt? Zweifellos, dass es hinter dem Wasserfall eine Höhle gibt, das wusste bisher niemand. Niemand! Wer den Insider jetzt versteht, würde mich wundern, ehrlich gesagt. Oh, verstehe, wir haben eine Entdeckung gemacht. Toll. Als ich diese Schwindelanfälle hatte, das lag nicht am Alkohol. Ich habe den Schatten eines Pokémon gesehen, das wir sicher kein bisschen kennen. Ich habe keine Ahnung, wer das nur sein könnte. Nein, wer ist denn das? Diese Form, ich habe diese Form schon mal gesehen. Diese Form, sie ist unverwechselbar. Überraschung. Das war Knuddeluff. Eure Entdeckung ist einfach unglaublich. Der Gildenmeister muss davon erfahren. Stimmt das nicht, Münter? Du sagst, dass Knuddeluff schon mal an dem Wasserfall war? Nein, 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 mit Sicherheit nicht. Das ist absolut undenkbar. Wenn dem so wäre, hätte euch der Gildenmeister nicht mit der Erkundung beauftragt, oder? Das ist Knuddeluff. Das ist ein gutes Argument. Aber wenn ihr darauf besteht, ihn selber zu fragen, wieso sollten sie ihre eigene Entdeckung verderben wollen? Das sind merkwürdige Typen, aber das sollte ich mittlerweile gewohnt sein. Diese Lehrlinge sind mal wieder merkwürdig drauf. Bitte was? Nichts, nichts. Ich habe nur gesagt, dass ihr spastisch seid. Ich meine, wie auch immer, ich werde den Gildenmeister jetzt fragen, ob eure Geschichte stimmt. Bitte warten Sie hier. Bitte hier Fahrstuhlmusik einfügen. Und wie lief es? Als ich den Gildenmeister fragte, wurde er erst einmal sehr nachdenklich. Und dann sagte er, ich zitiere. Oh, Erinnerung, süße Erinnerung. Dann tanzte er eine Weile durch die Gegend. Und dann sagte er, ja, ja, wenn ich recht überlege, war ich vielleicht schon mal da. Das waren die Worte des Gildenmeisters. Kurz gesagt, es ist so, wie Schmünter vermutet hat. Er war tatsächlich schon einmal in der Wasserfallhöhle. Oh, okay. Und wie kannst du deine Stimme so verstellen? Talent! Das ist irgendwie schade. Wir dachten wirklich, wir hätten eine Entdeckung gemacht. Ich wünschte, Knuddeluff hätte uns das gleich gesagt. Der Gildenmeister kann manchmal ziemlich, nennen wir es launisch sein. Selbst ich ahne oft nicht, was in seinem Kopf vorgeht. Falls dort überhaupt etwas vorgeht. Nun, das ist wirklich schade für euch. Nichtsdestotrotz erwarte ich morgen euren vollsten Einsatz. Tja. RIP. Aber hey, wir mussten heute keine scheiß Jobs machen, sondern konnten einen Wasserfall erkunden. Und dann in heißen Quellen chillen. Jetzt kommt eh noch eine Story-Szene, sehe ich das richtig? Überraschen. Heute war ein anstrengender Tag. Ich soll ja früher pennen gehen. Wir haben heute einiges erlebt, was? Aber weißt du was? Hat mir schon Spaß gemacht. Keine Arbeit. Klar, da war diese vielleicht minimale Enttäuschung. Aber das war unsere erste Erkundungstour. Ich dachte die ganze Zeit, ich platze gleich vor Spannung und vor Freude. Schade, dass du es nur dachtest. Ich meine, hallo. Da wurde mir klar, dass es richtig war, Mitglied in einem Erkundungsteam zu werden. Nur an dem Namen könnten wir noch etwas feilen. Naja, ich bin mir trotzdem sicher, dass ich eines Tages das Geheimnis meines vergammelten Döners lösen werde. Das ist mein großer Traum. Wenn er jemals wahr wird, falle ich vor lauter Freude bestimmt in Ohnmacht. Ha. Ha ha. Ha. Motiviertes Gelächter. Aber im Ernst, danke. Okay. Dass ich auf Erkundung gehen kann, verdanke ich dir, Schmünter. Ja, vielleicht weil ich alleine zu unfähig bin oder sowas. Sei tapfer, sei so tapfer wie noch nie. Ich glaube, der Dialog war vor allem eher eigentlich anders. Und wenn das echt so ist,
Ey, wisst ihr was? Schade, ich habe das Spiel nicht gebastet. Es war tatsächlich der 1:1 selbe Text. Ich habe jetzt extra nochmal, natürlich in meiner Folge, nachgeguckt. Ich bin der größte Angsthase und hab's trotzdem geschafft, meinen Mut zusammenzunehmen. Das nur, weil du dabei warst, Schmünter. Wirklich, danke. Oh, übrigens, weißt du, ich hab nachgedacht. Mir ist etwas in deinen Schwindelanfällen aufgefallen, Schmünter. Anscheinend berührst du immer irgendetwas, wenn sie gerade kommen. Oh, das stimmt, das ist mir noch nicht selber aufgefallen, weil ich dezent dumm bin. Als ich jetzt Rush reinhörte... Tut uns leid. So's. Und auch das andere Mal. Hoppala. Sorry. Als wir die Wasserfallhöhle erkundet haben. Kannst du es auch mal versuchen? Es stimmt. Es passiert immer, nachdem ich etwas berührt habe. Dann bekomme ich diese Schwindelanfälle. Wenn ich etwas berühre, sehe ich etwas, das damit in Verbindung steht. Heißt das, wenn ich jetzt mein Handy berühre, kann ich dann WLAN-Strahlung sehen? Halt's Maul, Mann! Deine Oma hat ein Problem mit Microsoft-Konto! Okay, ein schlechter Witz und Instant Karma. Oder? Da ist noch eine Sache. Als wir Cyril gerettet haben, hattest du eine Vision aus der Zukunft. Aber diesmal hast du Knuddeluff in die Höhle gehen sehen, richtig? Das heißt also, diesmal hast du etwas gesehen, das in der Vergangenheit passiert ist. Oh mein Gott! Er ist ein Genie! Anders gesagt, Schmünter. Wenn du eine Person oder einen Gegenstand, der gehört, berührst, siehst du etwas aus der Vergangenheit oder Zukunft. Und wenn du vielleicht gerade mal nicht komplett besoffen bist, auch mal was aus der Gegenwart. Du musst eine besondere Fähigkeit haben, meine ich. Das könnte wirklich etwas ganz Außergewöhnliches sein. Du könntest sie für vieles verwenden. Nicht nur für Erkundungen, auch für Lotto! Flachere Witze gibt's heute nicht mehr. Sorry. Und jetzt fällt mir hier auch noch... Alter, ich bin grad dumm. Diese Fähigkeit könnte für alles Mögliche nützlich sein. Ist fantastisch, Münter. Ja, das stimmt wohl. Aber ist das nicht... Das heißt nicht, dass ich jedes Mal eine Vision bekomme, wenn ich etwas berühre. Oh, scheiße, mein Bett. Oh, scheiße, ein Jobauftrag. Oh, scheiße, Kecleon-Shop. Oh, scheiße, Geld. Das stelle ich mir nicht stressig vor. Es wäre nützlich, wenn ich Vision haben könnte, wann immer ich will, aber... Hey, ihr zwei! Der Guildmeister will euch sofort sehen! Guildmeister, hier ist Team Gelbwalkot. Und nein, ich weiß immer noch nicht, warum sie diese Namen gewählt haben. Ich auch nicht! Guildmeister? Guildmeister? Hallo! Ibims! Euer Team hat heute wirklich viel durchgemacht. Oh ja, eine Menge. Aber keine Sorge, ich behalte eure Aktivitäten im Auge. Ich sollte euch sagen, warum ich euch gerufen habe. Oder ich lasse es. Dann wäre das nur Verschwendung eurer Zeit gewesen. Aber egal. Ich meine, wir haben vor, bald eine große Expedition zu unternehmen. Eine Expedition? Eine Expedition? Wartet! Eine Expedition, von lateinisch Expedio Feldzug, expediere losmachen, ist eine Entdeckungsreise oder Forschungsreise in eine entlegene oder erschlossene Region. Frühere Expeditionen wie die berühmten von Marco Polo und Christoph Kolumbus wurden durch den Handel veranlasst. Regierung macht den entdeckten Gebiete zu Kolonien oder Protektoraten. Bis in die Gegenwart dienten Expeditionen zur Exploration von Rohstoffvorkommen. Seit dem 18. Jahrhundert mit seiner etablierten Gelehrtengesellschaft dienen Expeditionen häufig der wissenschaftlichen Forschung. Und nein, ich habe gerade garantiert nicht den Wikipedia-Eintrag von Expedition vorgelesen. Jetzt mal for real. Die Gilde wird einen Ort erkunden...
der sehr weit entfernt liegt. Das ist viel schwieriger als eine Erkundungstour hier in der Nähe. Sorry, da muss ich gerade... Professionalität. Ich bin auch ein bisschen durch, kann das? So. Das ist viel schwieriger als eine Erkundungstour hier in der Nähe, falls ich es noch nicht gesagt habe. Darum müssen wir uns gut auf die Reise vorbereiten. Wir wählen sorgfältig aus, welche Gildenmitglieder mit auf die Expedition gehen werden. Echt? Normalerweise würden wir niemals im Leben in Erwägung ziehen, Neulinge als Mitglieder für eine Expedition zu wählen. Aber ich hab Mitleid und ihr gebt euch Mühe. Deswegen machen wir diesmal eine besondere Ausnahme. Wir haben beschlossen, euch in die Liste der Kandidaten für die Expedition aufzunehmen. Echt? Na, ihr seid noch nicht als Mitglieder ausgewählt. Bis zur Expedition ist noch viel Zeit. Wenn ihr bis dann keine gute Arbeit leistet, könnt ihr nicht damit rechnen, für die Expedition ausgewählt zu werden. Das behaupte ich jetzt zumindest, aber es ist sowieso scheißegal, wie gut ihr euch in den nächsten Tagen schlagen werdet. Ich bin mir sicher, ihr zwei könnt es schaffen. Gebt euch Mühe. Ja, eine Expedition, ist das nicht fantastisch, Münter? Ich hab plötzlich Herzrasen. Ich hab einfach... Ruft jemand einen Krankenwagen? Ich nicht. Ja, ich auch nicht. Gut. Tun wir unser Bestes, damit wir ganz sicher für die Expedition ausgesucht werden. Komische Pose, T-Pose. Was ist falsch bei mir? Kapitel 6, Team Skull, Pokémon Sonne, Mond, Anspielung, LOL. Das reicht jetzt aber auch für heute. Das war wieder eine schöne Folge. Bin ich zufrieden mit. Und mal im Ernst. Ich muss das ja endlich mal hinkriegen, Best of zu schneiden. Und dann würde ich einfach bei diesem nur jeden schlechten Flachwitz zusammenschneiden. Naja, wir sehen uns. Bis irgendwann. Lasst ein Abo oder ein Like da, wenn ihr den Kanal supporten wollt. Wir wollen dieses Jahr noch die 100 schaffen. Also könnt ihr vielleicht ja ein Teil der Walross-Gilde werden. Wir sehen uns. Ciao.